Z9 ist seine Marke. Z wie Zidane, 9 steht für die Rückennummer, die Mohamed Zidane in der ägyptischen Nationalelf trägt. Mein Auto, mein Erfolg, meine Servicemannschaft. Zizou ist ein knallharter Geschäftsmann. Er liebt es plüschig, auch in seinem im März 2011 in Kairo eröffneten Gourmet-Tempel. Der Name natürlich Z9. Er ist ein Star, nicht nur in seiner Heimatstadt Port Said. So etwas wie Zizou-Mania, wo immer er auftaucht. Balltricks sichern die Aufmerksamkeit der nächsten Kicker-Generation. Mohamed Zidane ist ein Familienmensch, Mutter Rida in gewisser Weise Garant seines Erfolgs. Er ruft mich an, bevor er ein Spiel hat, und ich bete dann für ihn. Mit diesem Ergebnis zum Beispiel. 2010, Zidane liefert die Vorlage zum 1:0 gegen Ghana. Ägypten erringt zum dritten Mal in Folge den Afrika-Cup. Der Jubel ist schier unbeschreiblich. Wir haben Geschichte geschrieben mit diesem Sieg, auch für unser Land. Das ist einfach fantastisch. Der rote Teppich für erfolgreiche Spieler. Die Politik sonnt sich in deren Glanz. Im Ägypten des damaligen Diktators Mubarak war das nicht anders, als es überall auf der Welt ist. Der Sieg hat immer mehrere Väter. Mohamed Zidane muss diese Ehrenbezeugung gegenüber Ex-Präsident Mubarak heute allerdings erklären. Port Said, 2. Februar 2012. Bei schweren Ausschreitungen sterben nach einem Fußballspiel 74 Menschen. Gewalt ungekannten Ausmaßes und ein schwarzer Tag für den Fußball, nicht nur in Ägypten. Hier registriert man durchaus die Betroffenheit und Trauer des Auslandsägypters Mohamed Zidane. Dass der Spieler seine Anteilnahme nicht persönlich in Port Said gezeigt hat, nimmt man ihm aber übel. Liebe und Hass, sie sind Geschwister, auch in Ägypten. Der Stolz auf den im Ausland so erfolgreichen lässt die Kritiker mittlerweile aber wieder gnädiger mit Zidane umgehen.